Ja, herzlich willkommen hier in Deckbergen zum Kreispokal-Halbfinale zwischen unserem SC und dem SV Obernkirchen. Ich glaube, dieses Halbfinale ist für uns heute schon ein riesiger Erfolg und wir können heute nur noch gewinnen und ich glaube, wir gewinnen auch schlussendlich dieses Spiel. Ich tippe auf ein 5:4 nach Elfmeterschießen. Ja, ich denke, wir sind hier als Favorit angetreten. Deckbergen spielt ja zweite Kreisklasse. Wäre ja vermessen, wenn ich sagen würde, wir sind hier nicht Favorit. Ich tippe mal 4:1 für Obernkirchen. Ja, das Ergebnis für uns heute nicht ausschlaggebend, aber ich hoffe, dass wir doch die Zeit rüberbringen und ein 0-0-1-1 vielleicht über die Linie bringen und dann im Elfmeterschießen ist ganz klar für uns entscheidend. Ja, ich tippe natürlich auf ein klares 3:1 für den SC. Bei dem Wetter, bei dem Platz, das kann nur funktionieren. Ja, ich hoffe natürlich auf ein spannendes Spiel hier vor heimischer Kulisse, aber glaube, dass es sehr schwer heute für Deckbergen wird, da mitzuhalten und tippe schlussendlich auf ein 2:0 für den Obernkirchen. Also, ich bin Niklas von Sandsteinhauern und Obernkirchen gewinnt 3:0. Ja, hallo, liebe Sportfreunde. Heute hier in Deckbergen das Kreispokal-Halbfinale ist hier Deckbergen Schaumburg gegen SV Obernkirchen. Ich denke mal, wird eine enge Kiste. Aufgrund der Platzenge hier wird es Obernkirchen nicht so leicht haben. Ich tippe auf eine Verlängerung und einen knappen Sieg von Obernkirchen. Ich traue auf diesem kleinen Geläuf hier, dem kleinen Platz, den Deckbergern, einen Erfolg zu. Halbfinale Obernkirchen, Deckbergen. Ich tippe ein 3:2 für Obernkirchen. Ja, wir freuen uns natürlich heute, dieses besondere Erlebnis hier mitmachen zu dürfen. Pokal-Halbfinale hier im Landkreis Schaumburg als letzter Vertreter aus der zweiten Kreisklasse mit unserer jungen Truppe. Das Ereignis ist schon ein Erlebnis für uns an sich. Insofern ist das Ergebnis letztendlich zweitrangig. Wir haben nichts zu verlieren. So versuchen wir in das Spiel reinzugehen. Obernkirchen ist natürlich Favorit, aber wir versuchen uns so gut wie möglich zu verkaufen und das wirklich hier als Erlebnis mitzunehmen. Ja, heute hier im Pokal-Halbfinale gegen Deckbergen. Marschroute ist klar, wir wollen ja von vornherein ja, Gas geben gleich und so möglichst schnell versuchen, ein Tor zu schießen. Das ist sicherlich ein schöner Rahmen hier für beide Mannschaften. Deckbergen hat sich ja, sensationell für dieses Halbfinale qualifiziert und wir sind dadurch natürlich auch sehr gewarnt und werden einfach nur auf uns gucken und wollen hier Spaß haben und dann ins Finale einziehen. Über Beckedorf, über Haste, Steinbergen, Viktoria, Lauenau sollen heute die folgenden 11 Spieler von unserer Mannschaft das Ding gegen Obernkirchen richten. Trainer Dirk Wedemeyer stellt folgende Spieler auf den Platz. Im Tor mit der Nummer 1 Jan Wilewski, die Nummer 5 Captain Julius Stemme, mit der Nummer 8 Marc Tünnermann, die Nummer 9 Mohamed Aburaya, mit der Nummer 11. Auf der Rang war auch ein möglicher Einsatz mit der Nummer 21, der Kreisler, die Nummer 3. Schwarz,
Stuttgart, helf ihm! Hallo, helf ihm! Bring ihn! Ja, man muss sagen, dass wir heute wirklich sehr deutlich, sehr verdient verloren haben. Oberkirchen hat das ordentlich gemacht. Wir haben leider in keiner Phase des Spiels an die Leistungen anknüpfen können, die wir in den zurückliegenden Pokalspielen zeigen konnten. Ein Stückchen fehlten uns auch die Optionen heute, gerade in der Defensive, die fehlenden Leute. Das hat uns schon wirklich dann auch gefehlt heute. Aber nichtsdestotrotz freuen wir uns, dass wir hier ein schönes Halbfinale gesehen haben, einen schönen Rahmen hatten. Und über die Pokalserie hinweg wirklich eine gute Leistung unterm Strich gezeigt haben als zweiter Kreisklassist. Ja, heute Abend haben wir den Sieg durch den Sieg ins Finaleinzug. Fürs Kreispokal war, glaube ich, unterm Strich verdient durch die Torchancen. Der Torwart musste jetzt einmal nur in der zweiten Halbzeit da ein, zwei Aktionen halten. Wir haben uns ein bisschen brauchten so 10 Minuten, bis wir uns akklimatisiert hatten hier im Deckbergen. Ein schöner Platz natürlich auch zum Spielen und da haben wir dann noch ein bisschen Fußball gezeigt und haben auch, glaube ich, in der Höhe auch verdient gewonnen. Ja, und wir freuen uns jetzt natürlich aufs Pokalfinale. Da wollten wir von vornherein seit Anfang der Saison hin und natürlich mit unseren Ultras, die da immer 100% geben. Wir freuen uns darauf.